Wo sind wir denn hin? Leute bucht. Mal gucken, wo du da. Wir gehen am besten gleich hier auf den Kontinent. Ja, wir gehen hier hin. Hier nach Unterstadt. Da kann ich noch jetzt. Oh, bin ich jetzt richtig? Überhaupt? Das werden wir gleich wissen. Ja, bist du. Queste. Du Ach, bist bei mir, einsehen. dann bist du richtig. Nice. Habe ich eigentlich die. Nee, die Klingen, die muss ich mir jetzt erholen, ne? Das Also. musst du dir die jetzt irgendwie verdienen, genau. Geh mal auf den Flugtier. Ein Flugtier, okay. Ja. Nicht gegen die Decke. Hier, siehst du die Sauerei und du wolltest sie nicht sauber machen. Ich wollte die nicht sauber machen. Ja, das verstehe ich. Er muss zu Hause schon so viel sauber machen. Weil jetzt habe ich dich wieder verloren. Ah, ich schweb hier Ach irgendwo da, hin. ja, da bist du. Okay. Ah. Ist das eigentlich, da ist eine Quest, die ich annehmen kann. Das ist wieder die Event-Quest, Ach so, okay. die du noch nicht haben wolltest. Ja, die gehört ja jetzt auch nicht hierher. Das hier müsste doch der Flug. Nein. Das ist der Patrick, der macht den Fledermaus-Mist weg. Das hier ist der Flugmeister. So. Wie weit nach Süden kommst du denn? Fledermausführer, was steht da? Rüstmeister von Unterstadt. Fledermausführer brauchst du. Da wo ich stehe. Was verlangt ihr vom Ah! Tod? Wie weit nach Süden kommst du? Nach Süden, Beutebucht. Da kommst du hin. 11 Silber und 47, 97 Bronze. Okay. Soll ich das anklicken? Ich überlege gerade, was schneller geht. Ach, wir probieren es aus. Du fliegst dahin? Ich nehme einen anderen Weg. Ich wollte schon immer mal ausprobieren. Vertraut. Gut, ich bin unterwegs. Weil alternativ dazu kann man auch den Zeppelin benutzen, um da quasi eine Station vorher rauszukommen. Okay, und dann Reste reiten oder was? Und den Rest fliege ich dann einfach. Und dann Also gucken wir, was schneller geht. das wird schon eine ganz schöne Ecke dauern, ne? Weil das war ja ein ganz. Eben, du musst den ganzen Kontinent überqueren. Aber hier drinne war ich noch nie, ey. Das ist ja. Ist das auch wieder so eine Ecke, wo man nur als Schurke reinkommt oder was? Nee, das ist die Hauptstadt der Untoten, der Verlorenen, Verlassenen. Also wirklich nice alles bis jetzt. Gefällt mir gut so diese Anfangsstory. Leute, keine Angst, da wird kein richtiges Let's Play raus. Das wird nur quasi bis zur Artefaktwaffe des Schurken. Alles andere wäre jetzt vermessen. Ja, also andere ist dann halt Das normal. ganz normal, genau. Das soll euch auch nur ein bisschen helfen. Eventuell, wenn einer von euch den Schurken spielen möchte, könnt ihr euch angucken, was da so kommt. Ob ihr jetzt diese Spezialisierung nehmt oder eine andere, das bleibt ja euch überlassen. Also Meucheln ist die Alternative, da machst du eher Langzeitschaden, Schaden über Zeit. Und wenn du Täuschung nimmst, dann würdest du Burst Damage machen. Jetzt machen wir eine vernünftige Besetzung für Burst Damage. Also viel Schaden beim ersten Schlag. Viel Schaden am Anfang. Ja, solche Sachen, wo ich noch auf irgendwelche Sachen achten muss, das ist ja sowieso nichts für mich. Deswegen ist, glaube ich, das hier doch ganz in Ordnung. Aber schöne Ecke, wo ich hierher fliege. Oh, müde. Nein, das war nur Sauerstoffmangel. Das war nur Sauerstoffmangel. Ja. Genau. Ich finde da, also. Kann ja nur dann hier sein. Kann mich Man überhaupt nicht mehr erinnern. Ich hab's ja gemacht, aber. Kann so schön entspannen, wenn man zuguckt hier, wie der da am Fliegen ist. Ja, da siehst du auch mal die ganze Welt. Ja, weil sonst dann konzentriert man sich immer nur auf das, was einem unmittelbar in der Nähe ist. Ja. Und
Und wenn man sich überlegt, dass man das auch laufen kann, dann kann man sich auch mal unterwegs. Da bist du eine Weile unterwegs und man man sieht mal, was die da für eine Welt geschaffen haben, ne? Und das ist ja noch eigentlich auch nur ein geringer Teil, wenn ich mich nicht irre, oder? Das ist, du kannst dich hier komplett einen schönen Charakter auf 60 hochspielen, nur auf dem Kontinent hier. Komplett hochspielen? Mhm. Alternative nimmst du den anderen Kontinent zum Hochspielen. Ja, nicht ganz so. Du musst, glaube ich, auch mal den Kontinent wechseln, aber grundsätzlich kannst du tatsächlich nur die Hälfte, brauchst du die Hälfte von dem zu benutzen, was angeboten wird. Die andere Hälfte machst du dann mit dem nächsten Charakter. Also du hast einfach eine Möglichkeit auszuwählen, was du questest. Wenn irgendwas dir auf die Nerven geht, sagst du, ach nee, da will ich lieber nicht hin. Das ist schon witzig, dass du, wenn einem was auf den Nerv geht, dass man einfach was anderes nehmen kann. Ja, so viel anders geht es ja nicht. Im Grunde genommen hast du nur zwei Wege oder zwei Wahlmöglichkeiten so rum. Und welche du von der beiden nimmst, kannst du dir dann aussuchen. Aber du musst dich nicht die Zonen komplett machen und du kannst Zonen halt einfach auch sagen, nee, ich habe eine Alternativzone. Also du es ist viel mehr möglich, als du machen musst, um aufzusteigen. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Du kannst halt eine komplette Zone meiden, wenn du sagst, ach nee, die stinkt mir. Deswegen hat dann irgendwann Blizzard mit Cataclysm auch die Zonen überarbeitet, weil sie merkt haben, jene Zone ist kaum einer, die ist unbeliebt. Also haben wir da ein Problem und haben die Zonen völlig umgestaltet. Also jetzt gerade bin ich wieder in ein ganz anderes Gebiet reingekommen. Alles rote Erde. Ja, das ist Ödland. Sieht aus wie im Western, weißt du so. Der wilde Westen mit Kakteen. Ja, hat was, ja. Bin ich früher viel rumgerannt. Ist jetzt noch witziger, weil du Totenschwinge begegnest. Hier muss auch was Größeres sein. Hier ist so wie so ein Palast. Ja, das ist so von so komischen abtrünnigen Zwergen. Ungezwergen, nehme ich an. Fliegst du da rüber? Bist du ein Morg? Da bist du nicht. Sengende Schlucht fliegst du rüber anscheinend. Und Zeppelin? Nee. Schneller als ich fliegen würde, ganz kurz. Wobei ich Glück hatte, ich habe den Zeppelin gerade erwischt. Als kurzer Aufersatz. Aber so siehst du wenigstens mal die ganze Welt und weißt, was du alles verpasst hast. Naja, ich sage mal, man kann sich das ja immer dann nochmal angucken, wenn man viel Zeit hat. Wenn man viel Zeit hat, wohlgemerkt, ne? Ich wollte ihm sagen, bitte schaffst du es, Counter-Strike World of Tanks, dem neuesten Battlefield 1, noch irgendwie Zeit dafür zu finden. Du darfst DayZ nicht vergessen. DayZ habe ich jetzt vergessen. Wenn H1Z1 neues Patch kommt, wirst du es auch spielen. Nein! H1Z1 habe ich erstmal an ACTA gelegt. Warum liegt auf erst einmal? Minecraft haben wir vergessen. Ja, Minecraft haben wir vergessen, obwohl ich das auch im Moment... Ja, das lange nicht mehr gemacht. Stimmt. Ja, wie gesagt, bei mir müsste der Tag 48 Stunden haben und ich dürfte nur eine Stunde arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Aber wir beide wissen, dass das nicht geht, also... Also der ist immer noch am Fliegen, ne, übrigens. Mhm. Seh dich. Auf der Weltkarte. Wie weit bist du? Ich bin die ganze Zeit schon in Beutelbuch. Ich hab die Abkürzung genommen. Ich hab den Zeppelin genommen. Es gibt von Unterstadt einen Zeppelin in die Zone rein. Mhm. Und nicht nach Beutelbuch selbst, um von dort... Also ist das tatsächlich schneller gegangen? Mhm. Ist ja der Hammer. Schneller.
Ansonsten haben sie ja halt noch diverse Tipps gegeben, wie du möglichst schnell dahin kommst. Der langsamste. Ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt hat gerade irgendeiner was gesagt. Dämmerwald, das dunkle Ufer. Naja gut, hier hapert so ein bisschen an der Grafik, obwohl es trotzdem noch gut aussieht. Haben sie auch renoviert, sie lagen schon besser als ist, aber Alley-Gebiet. Da kommst du nicht so ohne weiteres hin. Dorthin kommst du leicht, aber Überlebensrate ist nicht. Der Prozentsatz an Überlebenschance ist sehr weit nach unten dabei, ne? Nee, das ist also ein 25er Gebiet, das geht noch, da kannst du einfach durchlatschen. Das bloß bei den Dörfern musst du aufpassen. Da stehen so Totenköpfe als Ware rum und die hauen dich um, instant. So, jetzt habe ich wieder ein anderes Gebiet. Dämmerwald. Da warst du doch schon eine ewige Zeit. Jetzt hast du gleich ein anderes. Nördliches Schlingendorntal. Eben. Och, da würde ich mal Urlaub machen. Da ist ein Strand gewesen. Ja? Hier ist eine Expedition, nördliches Schlingendorntal. Immer noch? Ja, da bist du gerade erst reingeflogen. Das dauert noch einen Moment. Dann kommst du ins Südliche. Und dann ist auch Beutebuch da. Wow. Also hier geht es von der Grafik her. Wobei man sieht so die Äste und so, ne? Das ist alles noch so. Aber gut, man darf ja auch nicht vergessen, dass es mehr so auf Comic ist. Oder. Ja, das. Ich weiß, was du meinst. Die Bäume, die sind ein bisschen zweidimensional. Oder so die Anfangszeiten von der Dreidimensionalität. Gerade Anfangszeit von Dreidimensionalität. Ja, wurde dann, ich sag jetzt mal so drei. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Du denkst, also ich denke da spontan an Doom. Das sah dann genauso aus. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz so. Ich kann mich bloß daran erinnern, dass wenn ich, bei welchem Spiel war das, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Wenn ich da so Gegenstände oder sowas angeguckt habe oder hauptsächlich auch die Bäume oder sowas, dann waren da immer irgendwie so, vom Weiten sehen die ja richtig gut aus, aber fliegt man dran vorbei direkt ähnlich, und dann hast du da bei den ersten immer so drei Abzweigungen irgendwie so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also bei Doom war es immer so, dass du irgendwas hast stehen sehen und wenn du da dran bist, hast du gesehen, wenn du von oben geguckt hast, dass das einfach nur eine Fläche ist, eine zweidimensional. Und wenn du drumherum gelaufen bist, hast du die Fläche mitgedreht mit dir. Du hast eben die Vorderseite gesehen, hast aber gesehen, dass da Millimeter dick ist. Goblin Burger, hier kann ich eine Quest annehmen. Aber das ist immer noch die Halloween Quest. Ja, die bieten sie dir aber überall an. Aber ja. Sieht auf jeden Fall hier auch sehr nice aus. Muss man mal. Ach guck mal da, der ist auf seinem Flugtier. Schaut's aus. Muss ich denn hier irgendjemanden ansprechen? Das weiß ich nicht. Guck mal auf die Map, was du machen musst. Also da habe ich Schiff irgendwo zum Sieg. Stimmt. Ja, das Schiff da drüben. Bei mir ist kein Schiff, aber. Nee, da kommt, da ist doch gerade eins, was am Ablegen ist sogar. Da kommt eins am Anlegen gerade. Oder Anlegen, hä? Ich nehme mal an, dass ich hier hin muss. Mute mal, dass hier ein Schiff liegt, das ich nicht sehe. Hier, wo ich jetzt bin, ist ein Schiff. Ja, hier vorne ist ein Fährschiff. Und da ist, wenn du jetzt vorm Schiff stehst, dann läufst du, ich sehe es gerade einfach so nichts lang. Weil bei mir ist da nichts. Gut, ich bin jetzt. Hör mal alle her. Hebt der Fächer Fährschiff für den Gesetzlosen. Gut, dann bin ich jetzt wieder weg, nehme ich mal an. Ne? Der Schreckensklingstillen. Ja, ich sehe dich noch in der Luft. Immer schön auf dem Horizont. Aus der Treppen rauchen Runde in der Luft. Ich habe jetzt eine Quest abgegeben, jetzt nehme ich wieder eine an, und zwar die Schreckensklingen. Ja? Jo, take me, wenn ihr bereit seid. Und der fällt jetzt wahrscheinlich irgendwo hin und dann war es erstmal. Setzt die Segel nach Azuna. Immer schön auf den Horizont kicken.
So, dann danke ich dir bisher für die Hilfe. Ich muss jetzt wieder alleine fertig werden. Ja, vermute ich mal, das ist wieder Instanz. Pass auf die Fallen auf. Auf die Fallen? Auf die Fallen. Ich nehme mal an, da muss ich mich unsichtbar machen oder sowas. Jetzt kommen wir auf alle Fälle zum harten Teil, sagen wir mal so. Jetzt wird's hart. Ja, ich kenne ja das Harte. Das hast du schon mit dem Mega erlebt, wie haarig das werden kann. Das wird jetzt eh nicht haarig. Na gut, okay. Wollen wir einfach mal hoffen, dass ich mich nicht zu doof anstelle, sonst kann ich das Video ja nicht veröffentlichen. Weiter geht's. Der Ende des Horizonts ist direkt hinter dieser Anhöhe. Der Typ, der gefällt mir, die Sprache, die der hat. Hat einen norddeutschen Dialekt, nehme ich an. Schleicht euch an der Wachen vorbei und kümmert euch um der erste Mart. Danach treffen wir uns wieder. Okay, ich soll mich an den vorbeischleichen. Viel Glück da draußen. Ich werde auf euer Signal warten. Hab ich schon mal erwähnt, dass der Strand komplett vermint ist? Na also, toll. Hast du? Ich sterbe jetzt schon mal das erste Mal. Okay, alles klar. Geist freilassen. Das Dumme ist, ich würde gerne da nochmal neu anfangen. Kann ich auch. Sehr gut. Und der ist schon im Boden versunken, hier der Kapitän. Gut, dann wollen wir uns mal unsichtbar machen. Ich finde das auf jeden Fall nice, dass ich mich unsichtbar machen kann. Ja, ist halt Schurke, ne? So, hier sind überall die Minen. Da laufe ich jetzt schön dran vorbei. Da ist aber auch so ein Vieh, was mich sehen kann. Das hat ein Auge. Oh, der ist hinter mir her. Oh, der, oh nein. Der hat mich entdeckt, der Hund. Oh, jetzt werde ich wieder kalt gemacht. Ja, Geist freilassen. Es wird witzig werden. Ich habe nur noch diesen einen Golem im Gedächtnis, aber ich habe relativ viel gekämpft. Ich habe jetzt nichts mit Bestechung als solches im Gedächtnis. Ich bin halt auch viel geschlichen, also ich vermeide gerne Kämpfe, wenn ich einen Schurken habe. Naja, ich bin ja bis auf das Schiff gekommen, ne? Ich bin auch jetzt wieder auf dem Schiff gekommen, aber jetzt stehe ich da. Ja, das kann ich nicht schaffen. Bei Kämpfen denk dran, du hast eine Pistole. Du musst nicht so nah an die Typen dran. Du kannst auch von denen abhauen und nach hinten schießen. Ich habe es aber geschafft, die beiden umzuhauen. Mein Leben hat so ein bisschen gelitten, aber ich kann mich ja gleich auch wieder unsichtbar machen. So, einen habe ich jetzt zwei habe ich gekillt. Und jetzt versuche ich jetzt den noch zu killen. Dann habe ich das Ding doch gekapert, oder nicht? Wie kommt ihr hierher? Das kann ich kaum ablehnen. Zieht euch zum Tempel zurück. Sie können diesen Stapel Treibholz haben. Ah! Ich habe irgendwas gemacht, jetzt sind sie alle abgehauen. Was auch immer du gemacht hast. Der Ende des Horizonts ist unser. Ist er nicht wunderschön? Ja. Elisa ist in den Tempelruinen da fern. Bewahrt ihm klaren Kopf. Der ganze Mannschaft ist nur hinter uns her. Okay, die ganze Mannschaft ist... Wir werden Seeunterstützung leisten, sobald wir bereit sind. Sind, ja, bereit sind. Der redet. Das ist total genial. Ich versuche jetzt nochmal zu schleichen, mein Freund, Kapitän.